Herzlich willkommen heute zum Thema ERP, Digitalisierungs- und Innovationskredit. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir begleiten Unternehmen nicht nur in den Gründungs- und Wachstumsphasen oder bei Betriebsübernahmen, sondern auch bei Vorhaben, wo es darum geht, Fördermittel zu beantragen. Bei dem heutigen Programm geht es um ein spezielles europäisches Förderprogramm, was dein Unternehmen dabei unterstützen kann, beispielsweise Industrie 4.0 Maßnahmen umzusetzen, wo es um Vernetzung im Produktionsverfahren geht. Es geht aber auch darum, beispielsweise die Datensicherheit aufzubauen, dein Unternehmen zu schützen vor Cyberattacken oder insgesamt alles besser zu vernetzen, neue Plattformen aufzubauen, um den elektronischen Handel zu verbessern, schließlich aber auch neue Fertigungsverfahren wie zum Beispiel 3D-Druck einzuführen oder die interne Datenübertragung zu optimieren. Das ist hier eine kleine Auswahl von Fördermöglichkeiten, aber alles, was unter diesem Thema Digitalisierung in Verbindung mit Innovationen zu finden ist, lässt sich über dieses Programm finanzieren und fördern. Wer kann nun dieses Förderprogramm beantragen? Nun, die gute Nachricht ist, wenn du 2 Jahre am Markt bist, weniger als 250 Mitarbeiter hast, weniger als 50 Millionen Euro Umsatz und weniger als 43 Millionen Bilanzsumme hast, dann bist du berechtigt, dieses Förderprodukt zu beantragen. Nun, wie hoch darf der Kapitalbedarf, der Fremdkapitalbedarf sein? Du brauchst hier auf der einen Seite mindestens 25.000 Vorhabensprojektvolumen, die du beantragen musst. Maximal jedoch sind möglich 25 Millionen Euro. Wofür kannst du die Mittel verwenden? Also die gute Nachricht ist, es gibt hier kein Limit für die Betriebsmittel, sprich also für Personalkosten, Fixkosten, laufende Kosten. Du kannst bis zu 100% hier dieses Programm auch für Betriebsmittel nutzen, aber es auch gerne kombinieren. Also einerseits für Investitionen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen etc., auf der anderen Seite aber auch Anlaufkosten, Marketingkosten und Personalkosten sind hiermit abbildbar. Bei den Laufzeiten ist es so, dass du hier wählen kannst zwischen 5, 7 oder 10 Jahre und du hast dann in diesen Laufzeiten auch 1 oder 2 Jahre tilgungsfreie Zeiträume. Das heißt, du tilgst erst ab dem 13. oder ab dem 25. Monat. Die gute Nachricht ist, du kannst aber jederzeit auch vorzeitig das Kreditgeld zurückbezahlen. Du kannst also vorzeitig den Kredit ablösen und zahlst eine Vorfälligkeitsentschädigung über ca. 50% der entgangenen Zinsen. Dieses Förderprogramm wird auch subventioniert. Auf der einen Seite der Zinssatz, das heißt, du hast weniger Zinsen als normalerweise marktüblich sind. Das zweite, wo du Subventionen bekommst, ist, dass die KfW bis zu 70% auch eine Bürgschaft eingeht. Das heißt, nur 30% der Haftung liegt bei der Hausbank. Über die Hausbank erfolgt die Antragstellung und die KfW zahlt dann dieses Programm aus, muss es aber vorher auch noch bewilligen und bietet dir dann aber auch die Bürgschaft für dich kostenfrei an. Und zu guter Letzt ist es so, dass du noch 1 oder 2 Jahre Liquiditätsverbesserung hast, weil du erst später mit der Tilgung beginnen willst. All diese Dinge werden subventioniert vom Staat, von der EU und dadurch ist es auch ein subventioniertes Fördermittelprogramm. Wenn du Fragen hast zur Beantragung dieses Fördermittelprogramms oder zur Abbildung deines Projektes im Rahmen eines Finanzplans und Businessplans, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir sind über 40 Berater zertifiziert und zugelassen, auch bei Beratungsförderinstituten, was bedeutet, dass auch die Kosten für uns auch subventioniert gefördert werden können, bis zu 100%. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal weiterempfehlen oder jetzt heute gleich abonnieren. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.